das komplett zu machen, während wir gerade, bevor wir nochmal buddeln, versuchen, Billard zu spielen. Ihr wollt es doch sehen, ey, ich weiß es doch. Oh, ist das ja schon schwierig genug. So, wir haben den Billard-Kö. Das werden wir mal ganz charmant spielen. Jeder will sehen, wie Billard gespielt wird. So. In der Realität bin ich gar nicht so schlecht in Billard, aber ich glaube... Taschenbillard meinst du vielleicht, aber nicht normal. Taschenbillard bin ich der Player, ey. So, warte. Ey, das ist so unmöglich, ne? Oh, ja. Oh. Oh, Mann! Octonet, nein! Oh! Ne. Zack. Yay! Yeah. Komm schon! So. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber ihr versteht, was ich meine. So. Wo war denn die Schaufel? Wo hab ich die Schaufel hin, Hendrik? Da irgendwo. Da hinten. In die Ecke. Ah. Ich nehme deine Schaufel. Oh, so. Dann vor den Fernseher damit. Meinst du hier, ne? Ein Schlüssel. Wow! Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er ist voll ausgerastet kurz. Guck mal, da hinten sind noch mehr Suits. Ich glaube, du hast schon recht. Er macht einfach die ganzen Tage Mannequins da. So. Immer voll mit Dreck rumschmeißen, glaube ich, soll das symbolisieren. Mann, diese Kiste, ne? Die macht meinen ganzen Plan kaputt. Ja, oh, da ist der Schlüssel. Oder? Warte, oh, da ist ein Schlüssel, Hendrik. Ja, ja. Geil, ey. Der ist dann für das eine da. Okay, kommen wir doch nochmal weiter. Nein! So, wir haben den Schlüssel. Dann wollen wir doch gerade mal hier über diese lustige Couch. Oh nein, an der Couch vorbei wäre sehr charmant. So, und dann wollen wir doch gerade mal hier den Schlüssel inserieren. Ich möchte den Schlüssel aber nicht annehmen. Doch, so, jetzt! Jetzt kommen wir in seine Geheimbasis. Der Octodad Geheimgang. Ja, die Frage ist nur, wie komme ich da jetzt hin? Achso, ich muss das hier drücken. So. Yay! Octodad Geheimmodus aktiviert. Ja, und jetzt? Wow! Wow! Ey, wir sind in seinem geheimen Labor, Hendrik. Da war noch niemand. Der Sushi-Mann! Wo? Oh, scheiße. Das Spiel geht ja noch sogar viel länger, Hendrik. Ich dachte, das wäre vorbei da. Nee. Oh nein! Der Sushi-Mann. Wieso ist der Sushi-Mann hier? Warum ist er in unserem Geheimlabor? Wo ist unser Geheimlabor überhaupt? Guck dir das mal an, Alter! Wieso ist hier einfach so ein versunkenes Schiff? Was ist hier los, ey? Was ist das hier? Kann ich damit abspacken? Ich kann da nichts mitmachen, okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwie über die Tür können, ne? Oder durch die Tür. Oh ja, hier komme ich durch. Octodad hat voll die perverse Geheimfabrik. Er guckt da bestimmt Octofrauen sich an. Octofrauen, das ganze, meinst du das Ganze nur um Pornos zu machen? Menschen machen, Oktopusse machen komische Dinge. Nein, da komme ich nicht durch. Die Musik dreht übrigens auch gerade richtig durch. Da war ein Knopf, ey, du. Ja, ich versuch's. Es ist schwer genug, dahin zu kommen. Ach, du bist jetzt voll der Experte. Oh! Warum geht das noch so lang, das Spiel? Oh, da war was. Richtiges Adventure. Yay, ich hab den Knopf gedrückt. Ja, Octodad ist halt ein Erlebnis für die ganze Familie. Dann hat er keine Pornobasis, ey. Nein! Octodad! Du schaffst das! Oh! Oh ja! Oh nein! Wie geil! Das war so richtig Mission Impossible-like, ey. Du hast so drunter hergezwängt. Guck mal, der Sushi-Mann steht da oben wieder. Sushi-Mann, ey. Ich zeig dir den Stinkefinger, Alter. Hier, ja, ne? Sushi-Mann. Oh, nein, das ist ein Laser. Oh! Wie sollst du das denn schaffen? Ey, jetzt dreht das Spiel mit Schwierigkeit durch. Okay. Go, Octodad! Oh! Ja! Oh. Sushi-Mann, ey, du kannst auch nochmal, verdammt. Ey, der Sushi-Mann dreht so durch. Ich muss da jetzt nicht wirklich drüber, oder? Nee. Warte mal. Doch, ich muss da drüber, Hendrik. Da ist ein Knopf. Wo soll da, vielleicht da drunter, meinst du? Da ist ein Knopf. Aber ich glaube nicht, dass ich da rankomme. Erstmal schmeiß ich mal das... Du hast einen super Arm.
Ich schmeiß das. Ich könnte vielleicht auch die Dinger benutzen, um da drüber zu laufen. Meinst du nicht, ich muss da drüber laufen? Probier mal. Kannst du nicht da durchgreifen und den Knopf drücken? Ich kann es versuchen, aber... Ich komm nicht dran, Hendrik. Nee, ich komm nicht dran. Ich muss... Steig auf die Kiste. Octo Dad, ey. Müssen den Post... Octo Dad, jetzt den Knopf drücken. Ey, wie galant ich das gemacht habe. Oh, noch mehr Kisten. Oh nein! Die sind mir alle auf den Kopf gefallen. Das Spiel, ey, ich bin noch fertig. Das ist das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Octo Dad. Komm schon, komm. Einfach weil die Steuerung auch so bescheuert ist. Oh, komm schon. Oh, nein. Okay. Oh mein Gott. Jetzt, ich dreh durch, ey. Oh! Soll ich das denn jetzt machen? Du musst gleich, wenn das oben ist, dann durch. Oder so. Und jetzt? Shit, ey. Genau, ey. Ins Sneak-Mode. Du schaffst das, Octodad! Yay! Guck mal, mach sogar einen Spagat einfach. Da, die Batterien rausnehmen. Managizer, okay. Raus damit. Wieso ist der Sushi-Mann eigentlich in meinem Labor? Ja, weiß ich nicht. Ich kann dir rechnen. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Er kam einfach zu uns nach Hause und hat unser Haus angefackelt. Wieso hasst er uns so derbe? Ich weiß nicht. So, okay. Wieso sind wir überhaupt hier? Okay. Wir haben es, glaube ich, jetzt gleich geschafft. Komm, geh durch die Tür, Octodad. Octodad? Wieso kann ich nicht durch die Tür? Muss ich an dem Teil runterhandeln. Also kennst du den Teil doch? Nein, aber es ist einfach das Halt, die was macht. Oh nein. Halt die gerade fest, ey. Scheiße! Voll der Actionheld, ey, Octodad. Octodad ist der beste Actionheld aller Zeiten. Oh nein, ey. Oh mein Gott! Noch mehr! Oh nein, Hendrik, wie soll das funktionieren alles? Wieder runter, wieder, oder oben drüber. Allein mit dieser Steuerung. Yay! Octodad! Nein! Falsche, nein! Ja, nein. Du musst drunter her. Ich muss nicht drunter, glaube ich. Guck mal. Oh. Ey, keiner kann Octodad aufhalten, ey. Nicht mal der gemeine Sushi-Mann. Guck mal, Octodad hat's geschafft. Mal wieder. So, jetzt muss er noch da durch. Oh mein. Oh fuck. Los, ey. Oh, geil. Oh, jetzt dann. Ich bin noch ein bisschen zu weit. So. Ja. Gleich witzig. Einmal dann durch, ey. Nein! Oh! geil! Ich hab's weiter. Geschafft, ey. Ich hab's geschafft. So. Oh, ich glaub, da geht's rein, oder? Ja. Oh nein. Ey, ist das ein Aufzug? Der Fahrstuhl, ey. Wir haben's gleich. Nein, es geht nach unten. Der Sushi-Mann ist oben. Oh nein, ey. Was macht der in so einem fetten Superlabor von unten? Ich dachte, er ist einfach nur asiatischer Sushi-Koch. Wieso sind hier so viele Kanonen und Totenköpfe? Das ist ein Geschenk, er ist grün leuchtet. Ich nehme das Geschenk. Gib mir das Geschenk, Octodad. Ich kann das Geschenk nicht nehmen, Hendrik. Ich kann nur die Schleife nehmen. Du musst die Schleife oben drauf packen. So, kann ich jetzt das Geschenk nehmen? Nee. Jetzt bringt er das bestimmt. Was? Was ist das denn? Thanks for... Yay! Geil, ey, geschafft, ey. Wir haben Octodad geschafft. Wir können sogar noch... Rose. Kann ich die Rose nehmen? Ich weiß nicht, ob ich die Rose nehmen kann. Ich glaube nicht. Nee, sah nur so aus. Guck mal hier, die Welle. Wie heißt denn Cotti mit Vornamen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie der richtig heißt. Sonst hätten wir eventuell gucken und sehen können.
Egal. Ich weiß nicht, wer da mitgemacht hat. Ist ja auch egal. Fakt ist, wir haben Octodad geschafft. Eines der witzigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Hat mir enorm viel... Oh! Wir können echt noch abspacken hier. Mit geiler Steuerung. Mit der Musik ist es noch besser, ey. Yay! Ja, ist auf jeden Fall eines der lustigsten Let's Play-Projekte, die ich hier gemacht habe. Wird nicht lange sein. Ich glaube, 3-4 Parts oder so, wer weiß es nicht. Ja, ich bedanke mich da bei dir, dass du dabei warst, Hendrik. Bei Octodad muss ich dabei sein. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war echt sehr charmant. Und wer weiß, wenn Octodad 2 kommt, wer weiß. Ich hoffe, da gibt es auch eine Action-Anlage, wo man geil an Stangen runterrutscht. Genau. Dann kriegt ihr eine... Rose! Oh. Hey, guck mal, ich hab's weggespetzt. So, und wenn ihr dieses Video nicht mögt, ne? Dann kriegt ihr... Na? Warte, ich hab's gleich. Wenn ich... Oh, ich glaube jetzt... Dann kriegt ihr das hier! Eine Tomate.